Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und auch meinem ersten Video im Jahr 2017. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gekommen und ihr seid gesund. Das ist das Allerwichtigste. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, heute zeige ich euch meine Jahresfavoriten 2016. Also was war für mich das Allerbeste? Was hat mich überzeugt? Ich habe es jetzt in drei Kategorien aufgeteilt. Ihr könnt dann skippen, wenn ihr mögt. Ich schreibe euch unten hin, wann was kommt. Also falls euch das eine nicht interessiert, könnt ihr das andere oder falls ihr nochmal schnell was sucht. Ne? Alle Links zu den Produkten werde ich euch auch nochmal in die Infobox setzen. Also könnt ihr da mal reinschauen, falls euch nämlich da was interessiert. Ein Lidschatten, der mich besonders überzeugt hat dieses Jahr, war, also vor allem auch, weil ich zum ersten Mal überhaupt Kosmetik von Topshop gekauft habe, ist dieser Lidschatten. Den habe ich besonders im Sommer benutzt, weil er, ich weiß nicht, ist mehr so ein Sommerding. So ein ganz interessanter, effektvoller Lidschatten, der changiert. Gold, Gelb, ein bisschen grünlich und orange, so eine Art. Sehr interessant, also ich glaube auf der Website wird er als Highlighter gehandelt. Ich finde, das ist eher ein Lidschatten. Man kann ihn auch anders auftragen, also entweder trocken, nur für so einen leichten, changierenden Effekt oder nass. Das sieht so richtig intensiv aus. Einfach geil und es verändert auch jede Basis darunter. Also wenn man etwas Dunkles drunter trägt und dann darüber damit geht, dann hat das nochmal einen ganz anderen Effekt. Im Sommer habe ich ganz gern damit gespielt, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft benutzt, aber trotzdem für das Jahr, einfach 2016, war der auf jeden Fall erwähnenswert und ich muss ihn euch zeigen, er ist so toll. Dann eine Make-up-Palette, die mich überzeugt hat und nein, ich hole jetzt nicht die Urban Decay Naked Palette raus. Keine Angst, nicht zum tausendsten Mal, aber es ist die Zoeva Smoky Palette. Das sind sehr kühle Töne. Ich trage auch heute so eine Kombination daraus. Ich trage sie ganz gerne auch in Verbindung mit meiner Naked Palette. Und ich benutze zum Beispiel Ashes Awake, dieser ganz dunkle, aschige, braun-grauton, so eine Art, für meine Augenbrauen. Also ich male sie erstmal mit so einem, ne, mit so einem Stift aus und dann gehe ich damit drüber, weil das ergibt nochmal so die perfekte Farbe, wie ich finde. Und ja, alle Farben sind matt, bis auf zwei, die so ein bisschen mehr schimmern, aber nicht zu stark. Das ist eher so ein Seidenglanz, würde ich sagen. Alle anderen sind matt. Sind ganz toll, nicht so einfach zu blenden, finde ich, aber es geht schon. Also man muss ein bisschen damit rumspielen, dann kommt man damit auch klar. Ja, gefällt mir ganz gut, also so für das, was es ist. Und ich mag auch die Palette, ist sehr schön sleek, die kann man gut mitnehmen. Dann ein Oldie but Goldie, aber einfach die beste Mascara für mich generell. Und ich finde auch dieses Jahr, einfach weil ich sie wieder für mich entdeckt habe, das ist die Essence I Love Extreme Mascara. Die Volume Mascara, was rede ich da? Volume Mascara. Es gibt auch die in Pink, aber die fand ich nicht so gut. Ich mag einfach diesen, ich mag diese Bürste total gern. Ich mag sowieso solche Bürsten, die sind halt, eignen sich perfekt für meine Wimpernhärchen. Jeder bevorzugt was anderes, beziehungsweise hat ein anderes Bedürfnis, beziehungsweise hat andere Härchen, mit denen er arbeiten muss. Und für meine Wimpernhärchen ist die einfach ideal. Ich weiß, das Bürstchen ist relativ groß, deswegen benutze ich zum Beispiel diese Mascara auch gar nicht für meine unteren Wimpern, weil dann ist alles voll, ne? Aber für oben ist es ideal. Die nimmt einfach so jedes Härchen gut und macht richtig schönes Volumen. Ja, ich finde die einfach toll. Für den Preis einfach unschlagbar und ich kaufe sie immer wieder. Das ist schon meine x-te. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sie schon nachgekauft habe. Dann mein liebstes Thema natürlich, Lippen. Ich liebe Lippenstifte und Lippencremes und dieses Jahr, oder naja, letztes Jahr, ne, 2016, war ja besonders die Matte Liquid Lipsticks in allen Varianten, Formen, Marken erhältlich, überall, Drogerie, High-End etc. Ne? Ich habe sie gerne ausprobiert, weil ich auch diesen Trend sehr mochte oder mag immer noch. Also ich mag matte Lippen, deswegen trage ich auch heute Gloss. Nein, ich trage Gloss, weil ich einen dicken, ekelhaften Herpes habe und es lenkt ein bisschen ab. Wobei, jetzt habe ich es erwähnt, auf jeden Fall sind das hier meine Liebsten bisher. Und zwar einmal natürlich das Ding überhaupt, Kylie Cosmetics, ihre Lip Kits. Ich mag sie ganz gerne, es gibt manche, die sie hassen, ich finde sie ganz gut, die Produkte. Und das war, warte mal, welchen habe ich jetzt rausgepickt, weil ich mag, ich mochte ziemlich viel, aber ich fand genau Candy K am allerbesten, einfach so für den Alltag. Und ich habe ihn am meisten benutzt und auch jetzt sehr gerne noch getragen. Aber von NYX habe ich dieses Jahr auch für mich überhaupt neu entdeckt wieder und mal neu getestet, weil es auch jetzt in die Drogerie kam endlich, ne? Und das ist ein Soft Matte Lip Cream in der Farbe Abu Dhabi. Ich finde, die Farbe ist einfach so unproblematisch und einfach zu tragen. Ich liebe solche Nude-Töne. Gerade der ist so ein bisschen sandig. Sehr schön warmer Ton, der perfekte Nude-Ton so für mich.
Von der Textur nicht ganz so toll, aber ich finde, für den Preis ist es in Ordnung. Noch ein New Tone, beziehungsweise das ist eher so ein Your Lips But Better, weil ich finde, das sieht aus, das hatte ich auch in meinem letzten Tutorial gezeigt, oder ja, da hatte ich ihn getragen. Es sieht aus, als hätte ich mir nur so auf die Lippen gebissen irgendwie. Es hat so einen sehr natürlichen Effekt, dass die Lippen auch schön voluminös wirken lässt, finde ich. Ich mag auch die Textur, es ist ein matter Lippenstift, das ist von, ich erzähle nie, was es ist, gell? The Body Shop Sienna Rose, es ist ein matter Lippenstift, allerdings nicht dieses trockene, ekelhafte, unangenehme Matt, sondern einfach nur schön, nicht glänzend, aber sehr angenehm zu tragen. Tolle Lippenstifte generell, ich habe von The Body Shop einige zum Probieren bekommen, dieser hier war unter anderem dabei und bisher bin ich echt begeistert von dem Farben und alles. Also ich fand die wirklich gut, aber der hat mir am allerbesten gefallen bisher. Ich mag entweder nude oder sehr dunkel. Dazwischen gibt es für mich fast gar nichts. Ihr kennt mich ja. Das habe ich auch zum Testen bekommen. Das ist von Zoeva The Outsider. Das ist ein, wie nennen die sich nochmal, Pure Velour Lips. Das ist nämlich auch ein matter Lippenstift, der von der Textur richtig toll ist. Also ich mag die vielleicht sogar lieber als die von NYX. Die sind nicht austrocknend, sind trotzdem super schön matt und halten sehr gut auf den Lippen. Und vor allem sind sie, verzeihen sie so ein bisschen. Es trocknet nicht und man kann es dann gar nicht mehr bewegen, wie bei manchen Matte Liquid Lipsticks, was ich total stressig finde. Das ist hier nicht so der Fall, also die lassen sich noch ausbessern. Die letzten besten Teile aus dekorativer Kosmetik, und zwar fürs Gesicht. Ich kann nicht anders, aber ich muss diese Palette zeigen. Zum Glück war sie ein guter Kauf, weil sie war auch schweineteuer. Da habe ich mir mal was gegönnt, aber sie ist gut. Das ist von Hourglass, das Ambient Lighting Added Surreal Light, heißt die Palette. Und zwar ist da einmal ein Puder drin, All Over, einfach so ein Finishing Powder. Da sind zwei Blushes drin, der eine ist ein bisschen mehr Peach, der eine ist ein bisschen mehr Pink. Ein Bronzer und ein Highlighter. Ich finde, das ist perfekte Kombination überhaupt so zum Mitnehmen, ist auch nicht zu groß, ne, ist schön. Die Puder sind alle ganz fein gemahlen, sehen ganz toll aus auf der Haut, also nicht so pudrig oder sowas. Also auch wenn man trockenere Haut hat oder überhaupt trockene Haut, wirkt es nicht so pudrig oder irgendwie, dass man da die Fältchen noch betont oder irgendwie unschön, dass es auf der Haut sitzt. Ich hasse ja sowas, ich hasse ja auch Puder deswegen so, ne, vom Finish her. Ich liebe ja, ihr wisst, dieses glowy, diese leuchtende Haut einfach. Und die bekommt man damit. Also auch mit diesem Puder. Da sind so leichte, ganz feine Glow-Partikel darin, in allen, die Haut einfach so lebendig wirken lassen. Und dann ein ganz neues Produkt für mich, das ich für eine Kooperation bekommen habe, also auch ein PR-Sample. Und ich bin einfach verliebt darin. Das ist so gut. Das ist von Lavera Naturkosmetik das Nude Effect Make-Up Fluid. Ein leuchtkraftverstärkendes Make-up-Fluid mit Second-Skin-Effekt. Ich habe die Farbe Ivory Light. Ich dachte zuerst, es wäre zu hell, aber nein, die passt perfekt. Es ist sehr flüssig, fluid halt, ne? Und nicht allzu deckend. Ich würde sagen, leicht bis mittel. Also deckender, als man denkt, würde ich schon sagen. Aber der Effekt danach, es sieht so schön glowy aus. Also es wird auch immer besser so mit der Zeit. Es sieht so schön natürlich aus. Genau was ich so liebe an Foundations, wenn es so aussieht. Vor allem fühlt sie sich auch gut an auf der Haut. Kommt mit so einem, also das ist so ein Pumpspender, was auch immer ganz toll ist. Sehr hygienisch, ist sehr schön leicht und sleek auch in der Verpackung. Finde ich auch ganz toll, so zum Mitnehmen auf Reisen etc. Ist nur blöd, dass man halt nicht sieht, wie viel noch da drin ist. Es wäre schön, wenn sie hier so eine kleine Anzeige gehabt hätten. Nochmal so ein Ausschnitt transparent, aber naja. Nur so ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Ansonsten, ich liebe sie wirklich ganz toll. Werde ich mir, wenn die alle ist, sicher nochmal holen, auf jeden Fall. Bin absolut begeistert von der. Das war so meine Foundation 2016. Dann eine Base ist auch immer wichtig. Ich mochte sehr gerne diese Base und die geht auch bald alle. Und die werde ich mir auch nochmal kaufen. Das ist von NARS, das Pro Prime. Mit SPF 30, was cool ist. Also es ist nicht nur ein Primer, sondern auch gleich Sonnenschutz drin. Es ist kein Primer, der irgendwie silikonartig ist oder der die Poren so richtig verfeinert oder so optisch einfach ist, sondern eher vom Langlebe-Effekt, beziehungsweise lässt er die Foundation auch viel besser gleiten, ohne eben, dass es so wie zugespachtelt ist, ne? Weil das Gefühl mag ich gar nicht. Ich mag schon, wenn die Haut eher so wie Haut ist. Genau, das ist mir ganz wichtig, dieses Gefühl. Dann hat es auch noch so einen hohen Lichtschutzfaktor, perfekt einfach für den Alltag auch. Jetzt kommen meine Make-up-Tools. Es gibt ein paar, nicht so viele, drei Stück. Das halt mir noch aus, ne? Es ist einfach der beste, der Beauty Blender, the original Beauty Blender. Ich habe so viele Nachahmer schon gekauft.
sehr, sehr viele. In der Drogerie gibt es sehr viele, aber das sind so richtig harte Dinger, so Flummis richtig, die einfach eher so wischen, als dass sie irgendwas so einarbeiten. Ich finde von der Konsistenz einfach nicht so gut, von der Beschaffenheit. Meiner hier ist schon abgefetzt und ein bisschen kaputt. Ich liebe ihn trotzdem, habe mir aber jetzt mal einen neuen gegönnt. Und hallo, wie anders sieht das aus? Gell? Mir war gar nicht so klar, wie Neon der doch eigentlich ist. Aber so sieht er jetzt aus, nach keine Ahnung wie lang Gebrauch. Absolutes Must-Have-Produkt. Auf jeden Fall, wer sein Foundation ganz schön und schnell einarbeiten möchte, auch für Concealer, benutze ich auch. Pinsel-Handschuhreiniger sozusagen. Das ist so eine schöne Schale, sehr praktisch. Da kann man dann mit wenig Wasser sehr gut die Pinsel säubern. Weil ich finde so ein bisschen, ich nehme mir immer Babyshampoo, ne? Ein bisschen Wasser rein und dann kann man das auch für mehrere Schritte benutzen. Man muss nicht immer neue Wasser machen, weil das Wasser sich halt gut in dieser Schale sammelt. Und dann gibt es solche drei Stufen. Einmal hier für größere Pinsel und mittel und dann hier nochmal klein. Auch zum Ausspülen ganz gut. Also ich schäume mal erstmal alle und dann spüle ich aus. So verbraucht man noch weniger Wasser, als dann ständig bei laufendem Wasser das zu machen. Nur als kleiner Tipp. Aber ja, es geht super einfach. Ich meine, das Pinselreinigen ist so wichtig, aber ich hasse es. Wer hasst es nicht? Nach Abschminken abends und Zähneputzen kommt Pinselreinigen. Eins der schlimmsten Beauty-Dinge, oder sozusagen. Aber mit diesem Ding geht es viel schneller. Ich weiß, es gibt auch so ein nachgemachtes schon in der Drogerie. Das ist bestimmt auch ähnlich gut. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es genauso gut funktioniert. Einfach nur generell wollte ich euch das zeigen. Es ist ganz toll. Es vereinfacht das Pinselreinigen so sehr, dass es dann schon fast Spaß macht. Und mein letztes Beauty-Tool ist hier diese Bürste. Was ist das? Denkt ihr euch? Nein, es ist kein Sextoy, es ist eine Bürste. Auf jeden Fall eine Gesichtsbürste, so eine Massagebürste, die man hier ganz gut für die Gesichtskonturen verwenden kann. In der asiatischen Kosmetik zum Beispiel ist sowas viel mehr im Einsatz. Da wird sehr viel massiert und gebürstet. Das hat den Vorteil eben, dass ich da nicht stauen kann und so. Und dass man einfach diese Zonen auch ein bisschen massiert, damit die Gesichtskontur schön straff bleibt sozusagen. Die Durchblutung nochmal anregt. Und außerdem können die Produkte viel besser einziehen, habe ich gemerkt. Also gerade, ich mache das manchmal, ich habe es jetzt nicht mehr so oft gemacht in letzter Zeit, ich war ein bisschen faul, ich muss mal wieder anfangen. Aber ich benutze halt sehr gerne Gesichtsöl und dann massiere ich das einfach mit ein. Und man sieht, also man merkt richtig, wie gut das so in die Haut sinkt. Besser, als wenn man das so mit der Hand einmassiert einfach. Dann letzte Kategorie, Haut und Haare, habe ich es jetzt mal genannt. Pflege einfach, Pflegeprodukte. Als erstes, meine liebste Body Lotion, würde ich sagen, ist die Dream Cream. Die Dream Cream, genau, von Lush. Das ist eine Hand- und Körpercreme und die pflegt richtig gut. Sie ist recht leicht, hat aber trotzdem richtig Kraft sozusagen. Ist ganz toll im Sommer wie auch im Winter. Ich habe sie auf den Philippinen gehabt und da fand ich sie super toll, auch gerade bei ein bisschen aufgehitzter Haut von der Sonne. Eine beruhigende und kühlende Creme, die für empfindliche und problematische Hauttypen entworfen wurde. Also eigentlich ist es meine Creme, ne? Weil ich bin empfindlich. Für die Haare, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, das ist von Kevin Murphy, das Do Over Dry Powder Finishing Hairspray. Das ist quasi wie so 3 in 1. Ein Texturspray, ein Trockenshampoo und ein Haarspray in einem. Genauso, mit einem wunderbaren Duft, mit dem ich klarkomme. Eigentlich, sage ich, mit dem ich eigentlich klarkomme, aber in letzter Zeit war ich so empfindlich, dass ich selbst Dinge, mit denen ich normalerweise klarkam, nicht vertragen habe. Deswegen habe ich es jetzt etwas gemieden, aber an sich ist es toll und ich möchte euch es trotzdem empfehlen, weil ich absolut begeistert bin von der Wirkung. Es macht wirklich die Haare wieder frisch, gerade bei blondiertem Haar, das eher strapaziert ist durch die Blondierung und nicht so oft gewaschen werden sollte. Ist das ganz toll für zwischendurch, wenn es ein bisschen nochmal so Pow braucht. Ein bisschen Volumen beziehungsweise einfach ein bisschen frisch aussehen und riechen und sich anfühlen sollte. Ist das halt richtig toll, weil das diese ganzen Kriterien in eins hat und auch nochmal, wenn man irgendwelche Stylings macht, nochmal schön Volumen gibt und die Frisur auch ein bisschen hält.
Dann, das hätte ich vorhin noch zeigen müssen, genau, das Laura Mercier Flawless Skin Infusion with Rose Nourishing Oil. Also es ist ein Rosenöl. Das trage ich abends immer nach meiner Nachtpflege nochmal auf. Und zwar in Verbindung, also nicht unbedingt immer das. Ich nehme auch zum Beispiel von Weleda das Mandelöl. Also da wechsle ich. Ich mache diese Kombination immer ganz gern. Das ist auch mein absoluter Favorit sowieso. Das ist einer meiner All-Time-Favorites, würde ich sagen. Das hat mir Caudalie freundlicherweise einmal zugeschickt. Das ist nämlich so eine Special Edition mit, von Jason Wu. Vor Caudalie, wie ihr seht, so ein richtig schönes Packaging mit goldenem Deckel, aber es ist genau der gleiche Inhalt drin wie sonst auch in dem Eau de Beauté Elixier. Und zwar nach meiner Pflege, also nach Creme sprühe ich erstmal, also ich schüttel immer erstmal, damit die ätherischen Öle sich wieder vermischen, sprühe das erstmal auf, das hilft so, ist wie so ein Toner. Dann, die Haut ist noch nass, dann nehme ich davon eine Pipette, so, das ist immer ganz praktisch, dass es in der Pipette kommt, gibt es meine Handflächen. Und dann massiere ich eine. Im besten Fall noch mit dem Teil. Das wäre der beste Fall. Aber meistens, ne, wir wollen keep it real, nehme ich meine Hände und massiere es dann schön ein. Und das ist so gut zusammen. Ich weiß nicht, diese Kombination daraus. Nicht nur durch die Feuchtigkeit, sondern einfach, was da auch drin ist. Das belebt richtig. Ich mag auch den belebenden, kräuterigen Duft. Belebt nochmal die Sinne. Ist echt toll. Und die Haut fühlt sich richtig schön geschmeidig an. Es zieht alles gut ein. Es ist nicht ölig oder sowas. Dann mein liebstes Duschgel ist das hier geworden. Das Twilight von Lush. Ich mochte auch die Badebombe sehr gerne, aber ich kann sie euch nicht mehr zeigen, weil die existiert nicht mehr. Die habe ich schon aufgebraucht. Aber ich kann sie euch mal so einblenden. Genau. Die ist auch ganz toll. Ich mag diesen Duft sehr beruhigend. Oh, der ist so gut. Das ist so gut. Tonka, das ist das, was so vanillig ist. Und berauschendem Ylang Ylang. Genau. Und das riecht so gut einfach. Es ist so warm. So warm und kuschelig. Und einfach geil. Sehr beruhigend einfach. Angenehm. Das war mein liebstes Peeling. Und zwar von, keine Ahnung, Cure. Natural Aqua Gel. Das hatte ich auf den Philippinen gekauft. Kann man aber auch online bestellen. Also ich werde euch auf jeden Fall einen Link da lassen. Sehr interessant, ja. Passt auf. Das ist so ein Gel, also so ein klares Gel, wie ihr seht. Man kann es für den Körper und fürs Gesicht nehmen. Und das ist sehr geeignet für empfindliche Haut. Da steht sogar, stand sogar, dass das für Babys ist, ja. Also es ist überhaupt nicht irgendwie rau oder schlecht zur Haut. Manche herkömmliche Peelings mit diesen Peeling-Körnchen können die Haut nochmal zusätzlich reizen, ja, wenn man sehr empfindliche Haut hat. Bei mir ist das so der Fall. Dieses hier, dadurch, dass es nur ein Gel ist, da sind keine Partikel drin. Ich gebe das einfach in die Handflächen und reibe damit mein Gesicht ein. Ganz leicht. Und nach einer Zeit merkt man richtig, wie die Haut, also die tote Haut, die abgestorbenen Hautschüppchen abgehen. Es ist wie Magie, wirklich. Es ist total komisch. Erstmal nichts, ne? Und dann nach einer Zeit, bam, 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 Spaghettis. Dann hat man das Ganze ab. Man kann es auch für den ganzen Körper benutzen. Sehr praktisch, also wenn man wirklich ja, Empfindlichkeit hat oder so. Unbedingt mal ausprobieren, ganz toll. Auch ein super, super Produkt, das habe ich euch schon mal bei Snap gezeigt, da wart ihr sehr interessiert auch. Wenn ich mal einen Pickel habe, ja, es ist nicht so allzu oft, aber so, ich kriege mal so einen Pickel. Einer ist dann immer irgendwo. Jetzt habe ich auch einen hier übrigens. Aber der geht noch. Wenn ich dann einen habe, dann ist das hier Magie, sage ich euch. Das ist von Mario Badescu Skincare, eine Drying Lotion. Ihr seht, das ist hier oben flüssig und unten ist so eine Paste drin, so eine pinke Paste. Man darf das nicht vermischen, ja? Nicht so schütteln oder sowas, das soll getrennt sein. Man geht einfach mit einem Wattstäbchen rein, tunkt es bis unten hin, damit man diese Paste bekommt, holt es raus und gibt es auf den Pickel. Dann geht man pennen. Ja, am nächsten Morgen sage ich euch, muss nicht unbedingt weg sein, aber das ist viel, viel besser. Also je nachdem, wie stark der Pickel schon war. Ne? Aber es ist viel, viel besser. Das trocknet einfach diesen Pickel aus. Da sind, es ist halt sehr stark alkoholisch etc. Aber es hilft. Und gerade wenn man zum Beispiel irgendwie besonderen Anlass, was auch immer hat morgen, ne, dann will man das vielleicht nochmal am Vorabend machen. Und ich sage euch, es ist so viel besser danach. Also wirklich, wenn ihr mal nur mal so immer einen Pickel oder zwei habt, dann ist das gut natürlich gegen Akne, ist das nichts. Ich hätte gern das für Herpes. Das wäre geil. Und das waren jetzt meine ganzen Beauty-Favoriten 2016. Es war eine Menge, aber ich habe mir gedacht, ich mache 20. Einfach die 20 besten. Also falls ihr mitgezählt habt, es waren 20. Ich schreibe euch alles in meine Infobox. Da könnt ihr die Produkte finden, falls ihr da Interesse nämlich habt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid und dass ihr immer da seid, wirklich so, dass ihr überhaupt mich verfolgt, dass ihr das interessant findet und mich
ein bisschen verfolgt. Das freut mich echt total. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, 2017 wird noch cooler. Auf jeden Fall, ja, 2017 wird cool. Ich habe auch so einiges, was noch ansteht, worauf ich mich super freue, aber dazu dann sowieso bald mehr. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr immer da seid und ja, ich hoffe, ihr habt auch einen super Start und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.